Moin, willkommen zu einem neuen Video. Wir unterbrechen unseren Upload-Plan für dieses super Event hier. Wir sind ja in Grömitz bei Mixletics, mitten in, in Norddeutschland. Ja. Es ist 12 Grad. Wir haben es eigentlich nicht geplant, hier zu sein. Dann kam irgendwie eine E-Mail vor 4 Wochen, übrigens seid angemeldet. Ja, hatten wir 2019 gemacht, aber dann kam ja auch Corona. Und die einzige Frage, die wir uns jetzt stellen, Maike, warum hast du uns das angetan? Weil ihr das auch wolltet. Ja, aber gucken, es wird nass und kalt. Es ist kalt. Und richtig kalt. Also bleibt dran, wird bestimmt gut für uns. Ja, also es gibt ja rege Diskussion, wer jetzt Schuld hat an dem ganzen Event. Ich weiß, dass ich es nicht war, wenn es angemeldet hat. Ich hab den Beweis. Alex, seine E-Mail-Adresse steht hier. Was ist hier los?
Scheiße. Alex, so wie letztes Mal. Super. Hey.
Das Versagen wird dokumentiert. Ja, ist ja nichts Neues. Achso, hier ist Sessel drauf. Nicht diese Rosterscheiße. Also hat mega Bock gemacht, auch wenn wir anfänglich überhaupt nicht motiviert waren, das alles hier zu machen. Aber es war super cool und spätestens ab dem Eisbad hatten wir keine Probleme mehr mit der Kälte gehabt, weil danach war es einfach alles wärmer als das Eisbecken. Also das war dann echt super. Leider war zwischendurch Alex mit Krämpfen geplagt. Das war im letzten Athletics genauso. Es hat ein bisschen aufgehalten, aber irgendwie war es auch lustig und mein Gott, das kann halt passieren. Andere Teams hatten die gleichen Probleme und immerhin sind wir ja gemeinsam bis zum Ende durchgekommen und das ist ja das Ziel der ganzen Nummer.
An zwei Stellen hätte ich auch gerne meine GoPro, dass sie funktioniert hätte, wäre cool gewesen. So, mal bei der Slim Slide, da hat sie gar nicht gefilmt. Und bei der Schaukel habe ich blöderweise Zeitraffer gefilmt. Das hatte ich irgendwie verstellt, keine Ahnung. Kann passieren, aber zum Glück hat Alex da gute Aufnahmen gemacht. Deswegen war das jetzt nicht so ein Problem gewesen. Alex hat natürlich seine X-Karriere jetzt leider erstmal beendet, aufgrund der ganzen Krämpfe und der Kälte. Das ist wohl nicht ganz seine Welt, aber er ist trotzdem bei deinen Videos mit dabei. Ich persönlich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ja, man hört es vielleicht ein bisschen erkältet, hatte eine Woche lang Knieprobleme, aber mich hält es nicht auf. Ich werde weitermachen, denn ich habe dabei sehr viel Spaß. Ja, mal gucken, wie es dieses Jahr weitergeht mit Xletics. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video doch, kommentiert, was ihr davon gehaltet, abonniert den Channel, guckt euch noch ein bisschen um. Wir sind sehr vielseitig unterwegs auf dem Channel. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wir sehen uns im nächsten Video.